So Freunde, und damit herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal JLEF. Ich habe heute für euch den Green Lean von Hukain. Was ist das Ganze? Wie viel kostet es? Nach was soll es schmecken? Nach was riecht es? Das seht ihr jetzt im Review. Ja Freunde, der Green Lean ist einer der ersten Sorten gewesen, die Hukain rausgebracht hat. Das Ganze ist ein Limettentabak. Also auf der Internetseite steht 1000 Limetten pro Dose, also dass hier verschiedene Limettenarten verwendet worden sind und davon halt sehr, sehr viele. Mit einem Schneeeffekt und einer leichten Zitronennote. Bei Shisha-Nil beispielsweise steht, glaube ich, der gleiche Text, aber als Geschmacksrichtung ist Limette-Zitrone angegeben. Wenn man das Ganze mal näher betrachtet bzw. zum Geruch kommt, fällt einem auf jeden Fall auf, dass es ein sehr, sehr frischer, extrem, extrem geiler Tabak ist, wirklich. Also ihr riecht da dran und ihr merkt wirklich diese Limetten, die euch in die Nase steigen. Boah, ist einfach übel geil. Also es riecht richtig frisch, richtig, dieser Schneeeffekt, was es auch sein soll, ist jetzt direkt keine Minze. Aber ihr merkt auf jeden Fall da so eine kühle Note und es riecht einfach sehr, sehr geil, wirklich. Und ja, ist auf jeden Fall auch meine Sommersorte gewesen für diesen Sommer. Immer am Start gewesen, die Tabakdose. Und das Ganze kostet 16,90 € für 200 Gramm Hukain typisch. Brauche ich nicht viel zu sagen. Ist normaler Standardpreis mittlerweile bei Tabak. Was ich beim Geruch eben noch nicht gesagt habe, die Zitrone kommt im Abgang so ein bisschen mit, aber die Limette ist definitiv im Vordergrund. Schnitt und Feuchtigkeit kann ich euch ja kurz mal präsentieren. Ja, der Tabak ist mittel bis fein geschnitten, eher fein gehalten. Da ist Hukain ein bisschen besser geworden, was den Schnitt angeht. Feuchtigkeit, ja, Hukain typisch, klar, ein bisschen feuchter, als er sein soll. Aber Jungs, ihr wisst es, wir feiern es des Todes. Ja, Kopfbau kann ich euch jetzt mal kurz einblenden. Ja, gebaut habe ich das Ganze im Sephia Funnel von Hukain. Extrem geiler Kopf, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr euch den mal näher angucken wollt. Sind, glaube ich, nur noch 3-4 Stück da bei Amazon. Ansonsten Setup komplett zu machen, ich rauche in meiner VZ Hooker. Absolute Liebe. Seht ihr das erste Mal in einem Video, habe ich mir am Black Friday geholt. Vielleicht machen Yannick und ich auch noch ein Video über unseren Black Friday Einkauf, was wir uns da alles gezogen haben. Aber dafür fehlt noch eine wichtige Sache bei Yannick, die ist nämlich noch nicht da. Das würde das Video nämlich nicht komplett machen. Deswegen warten wir da noch. Und wie gesagt, Sevilla Funnel, Panzeralu von Somo, eine Lage, normales Kaminsieb und 3 Premium Buzzer Kohlen. Ja, soviel zum Setup. Ihr seht, ich habe hier ein wunderschönes T-Shirt an. Falls ihr euch dafür interessiert, guckt gerne mal in die Videobeschreibung. Extrem geil. Das nur mal so am Rande, wollte ich mal erwähnt haben. Kommen wir mal auf den Geschmack zu sprechen, beziehungsweise zur Rauchentwicklung. Ja, Rauchentwicklung, Bombe, weil so viel Molasse drin ist, lässt es sich auf jeden Fall extrem entspannt rauchen, kratzt nicht, drückt nicht oder sonstiges und die Rauchentwicklung ist natürlich gigantisch. Geschmacklich auch ein Bombentabak, wirklich, kann ich jedem empfehlen. Die Limetten bleiben sogar jetzt noch nachdem ihr den Rauch ausgepustet habt, noch schön auf der Zunge. Ihr merkt immer noch so diesen frischen, extrem geilen Zitrusgeschmack von den Limetten. Ja, dieser Schneeeffekt ist auf jeden Fall auch vorhanden, ist ein bisschen kühl, rundet das Ganze auf jeden Fall extrem geil ab und die Zitrone am Ende kommt auch nochmal gut mit. Geht in Richtung Lemonsiaga, haben wir euch am Freitag, meine ich, vorgestellt. Schaut da auch gerne nochmal vorbei. Ja, geht ein bisschen in die Richtung, aber die Limetten sind hier auf jeden Fall sehr geil und auch vor allem im Vordergrund. Kann ich euch, wie gesagt, nur ans Herz legen. Hat, glaube ich, jeder Shisha-Shop, egal wo ihr herkommt. Ich kann euch hier nochmal die Dose zeigen, habt ihr ja schon mal gesehen am Anfang. Auch ein extrem geiles Design mit diesen Grashalmen im Hintergrund.
extrem geiler Tabak, wirklich. Geruchlich, geschmacklich für mich beides 10 von 10 Punkten für einen Limettentabak. Also für mich der beste Limettentabak auf dem Markt, wirklich. Ich habe auch noch den Chaos Elektra da. Das Ganze ist ja auch Limetten-Minze-Tabak. Das geht aber, finde ich, eher in so eine Spülmittelrichtung. Also das wisst ihr, also es ist halt zu chemisch gehalten. Hier auf jeden Fall nicht vorhanden, dieser ja, Spülmittelgeschmack. Ist einfach extrem frisch, extrem geil und ja, war für den Sommer extrem nice, aber kann man jetzt auch im Winter weiterhin rauchen. Ja, Freunde, kurzes, knackiges Ründchen von mir alleine. Ich hoffe, ihr habt am Video Spaß gehabt. Schreibt auch gerne mal eure Erfahrungen mit dem Tabak in die Kommentare. Das gucke ich dann auch nochmal durch. Und ja, für mich auf jeden Fall ein sehr geiler Tabak. Und lasst gerne eine Bewertung da, ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein und ciao, ciao.